Herzlich willkommen zu Rechter Knolle spielt Deus Ex Human Revolution. Es ist endlich da und ich hab's installiert. Und kann jetzt Videos dazu aufzeichnen. Ich habe hier die Limited Edition von Deus Ex. Die habe ich bei einem bekannten Internetversandhaus in Großbritannien bestellt. Und zwar in Großbritannien, weil es umgerechnet inklusive Versandkosten immer noch günstiger ist, als die gleiche Version, nämlich die Limited Edition, eben in Deutschland zu kaufen. Und da das ein Spiel ist, das Steam benötigt, kann man jederzeit andere Sprachen nachinstallieren. Also auch Deutsch, was ich hier mal gemacht habe. Normalerweise spiele ich die Spiele eigentlich immer auf Englisch. Aber da Deus Ex ziemlich dialoglastig und textlastig ist, habe ich das jetzt mal auf Deutsch umgestellt. Das ist wahrscheinlich einfach besser, dass man der Geschichte folgen kann, wenn man sich die Videos anschaut. Da muss man sich nicht so sehr konzentrieren. Oder wenn man mal nicht so gut Englisch kann, kann man quasi der Handlung dann trotzdem folgen. Die Limited Edition hat ein paar Boni. Das wären zum einen eine Bonusmission, eine extra Waffe oder zwei extra Waffen, einen Granatwerfer und Sprengstoff, den man aus der Entfernung zünden kann. Man bekommt ein bisschen mehr Geld zu Beginn, das man ausgeben kann. Und es gibt noch ein Gerät, das man benutzen kann, um eben andere Geräte zu hacken. Die Sachen kriegt man im Laufe des Spiels, also nicht von Anfang an. Ja. Das sind eben die Boni, die man bekommt, wenn man die Limited Edition kauft. Ansonsten gibt es keinen Unterschied zur normalen Version. Der einzige Unterschied ist, dass der Preis etwas höher ist als für die normale Version. Und das Spiel an sich, also die Box mit der DVD, ist ziemlich spärlich ausgestattet. Es ist nur die DVD-Hülle, die DVD eben und ein Zettel mit dem Registrierungscode, den man eben für Steam braucht. Kein Handbuch und nichts, das muss man sich als PDF anschauen. Ist auch nur so ein kleines Büchlein mit 13 Seiten. Aber ich finde, das hätten sie für den Aufpreis zumindest mal ausgedruckt mit in die Schachtel legen können. Aber egal, worauf es ankommt, ist ja das Spiel selber. Wie ihr hier seht, habe ich schon mal ein Spiel gestartet, deswegen habe ich hier die Spiel-Fortsetzen-Funktion. Und zwar ist das schon mein dritter Anlauf, ein gescheites Video aufzunehmen. Beim ersten habe ich eine Weile gespielt und dann festgestellt, dass ich vergessen hatte, den Aufnahme-Button zu drücken bei Fraps, mit dem ich das hier quasi aufnehme. Mein zweiter Versuch, da war es noch die englische Version. Da habe ich eine Stunde ungefähr gespielt und dabei aufgenommen und ja, das lief irgendwie nicht so toll. Erstens war ich nicht so zufrieden damit, dass es eben auf Englisch ist, weil es ist halt einfach schwierig dann für das Let's Play. Wenn ich jetzt hier deutsche Texte habe, die kann man dann mal vorlesen, wenn es nicht vertont ist und so weiter. Das ist beim Englischen, bei der englischen Version alles ein bisschen komplizierter. Und ich habe auch vergessen zu speichern und habe verschiedene Sachen gemacht, die nicht so gelungen waren. Auf jeden Fall jetzt eine neue Runde und diesmal wird es hoffentlich besser laufen. Ich fange jetzt einfach ein neues Spiel an, damit ihr das auch alles von vorne seht. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade im Spiel. Eben der im Deutschen Hobby-Modus genannte Schwierigkeitsgrad. Der ist eben einfacher, damit ist sozusagen der Fokus auf die Geschichte gelegt. Man muss sich also nicht so anstrengen, um die Geschichte zu erleben. Das hier, der normale Modus, ist der Modus, den die Entwickler vorgesehen haben. Das ist halt hier eine Ecke schwieriger, wenn man quasi glaubt, dass der normale Modus zu einfach ist. Ich fange es jetzt natürlich mit normal an, weil ich noch nicht einschätzen kann, was für eine Herausforderung der normale Schwierigkeitsgrad bietet. Wie gesagt, ich habe erst ungefähr eine Stunde des Spiels gesehen, also die erste Stunde sozusagen. Und danach ist quasi für mich auch alles neu, dem wir begegnen. Bis dahin habe ich aber schon ein paar Sachen entdeckt, aber das sehen wir ja dann gleich. Jetzt erstmal Intro.
Ist alles vorbereitet? Fast. Was soll das heißen? Fast. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendesatelliten sind bereit, wenn wir sie brauchen. Ein paar unruhige Wochen und die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, wenn etwas mehr Zeit... Nein. Mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Seraph zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Seraph das möchte. Außerdem können wir nichts tun, bis unser Biochip fertig ist. Sagten Sie nicht, er wäre fast fertig? Es war schwieriger als erwartet, die richtige Nervenschnittstelle zu finden. Dank David weiß ich aber inzwischen, wo ich suchen muss. Respekt, Major. Ich will, dass zwei Sicherheitsleute uns erwarten. Auf dem Vorfeld. Nein, wir gehen nicht durch den Terminal. Viel zu gefährlich. Ja. Freut mich, dass Sie das verstehen. Gute Nacht. Idiot. Stimmt was nicht? Bei mir ist alles klar. Aber wenn Sie weiter so an der Kette ziehen, Dr. Reed, wird sie noch reißen. Komm schon, Mac. Du hast schon öfter deine Forschung verteidigt. Das war was anderes. Damals ging es nur um Theorien. Aber diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Wie Kepler. Wie der Stein von Rosette. Und wo liegt das Problem? Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Megan, unser Flug nach DC geht in... Adam, Sie sind auch da. Gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erst mal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Komm, ich gehe ein Stück mit dir. Netter Übergang von Zwischensequenz ins Spiel. Da sind wir. Was ich noch sagen muss zur deutschen Synchronisation, also ich habe in einigen Testberichten gelesen, dass die ziemlich gut sein soll. Das sehe ich ähnlich, so von dem, was ich bis jetzt schon gehört habe. Das Einzige, was so ein bisschen stört, ist, dass das eben nicht lippensynchron ist, denn wenn die Charaktere hier im Spiel reden, dann ist das eindeutig nur zur englischen Version lippensynchron. Naja, damit muss man dann wohl in dem Falle leben. Tja, sie drängelt zwar, aber trotzdem schaue ich mich hier ein bisschen in dem Raum um, denn ich weiß, dass es hier das ein oder andere extra gibt. Das ist übrigens im ganzen Spiel so. Wenn man sich ein bisschen umschaut, dann entdeckt man Informationshappen, um die Story so ein bisschen zu vertiefen. Oder man findet auch mal ein paar versteckte Orte und kriegt dann auch Erfahrungspunkte dafür. Gut, hier gibt es ein paar Sachen. Zum Beispiel liegt hier auf der Couch so ein Buch. Bitte, Adam, ich bin schon nervös. Patient X? Das ist unwichtig, Adam. Nur ein Teil der Forschungsarbeit. Komm, schauen wir uns die Notizen doch mal an. Die DNA-Analyse der genommenen Probe zeigt einen ungewöhnlich hohen Anteil mutagener Chemikalien innerhalb des Primärstrangs. Diese scheinen allerdings unproblematisch zu sein. Tatsächlich ist X offenbar gesünder und widerstandsfähiger gegen Infektionen als die meisten anderen Subjekte seines Alters mit vergleichbarem ethnischen Hintergrund. Dies basiert allerdings zugegebenermaßen ausschließlich auf persönlichen Beobachtungen, da X's Krankenakte bzw. Anamnese derzeit nicht verfügbar ist. Schönes Medizinerdeutsch hier. Weitaus bemerkenswerter ist jedoch die Reaktion der Isolierten in den
Pedo-Cluster injizierten Chemikalien. Nach weniger als 24 Stunden hatten sich sämtliche künstlichen Materialien innerhalb des Clusters mit einer robusten, semipermeablen Membran aus körpereigenem Neuralgewebe des Subjekts verkapselt. Faktisch wurden die Eindringlinge also Teil des Nervensystems des Subjektes getarnt. Die Tests sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber ich denke, aus dieser einzigartigen DNA gebildete Pedo-Cluster wären für das menschliche Immunsystem nicht wahrnehmbar. Die Grenze zwischen Nervensystem und externem Gerät würde so weit verschwimmen, dass keinerlei Gliagewebe gebildet würde. Dann wäre kein Neuropozin mehr nötig. Also das, was ich mir zusammengereimt habe, um was es hier geht, ist eben die Firma, für die wir hier quasi im Spiel arbeiten, die stellt diese Augmentierungen vor, also zum Beispiel künstliche Gliedmaßen und künstliche Organe. Und da ist ja immer das Problem, dass die irgendwie vom Körper abgestoßen werden. Und anscheinend hat hier Dr. Reed eine Möglichkeit gefunden, dass diese Implantate nicht mehr abgestoßen werden, was irgendwie ein großer Durchbruch zu sein scheint. Und ich dachte, Frauen würden immer die Männer. Ja, ja. Das hast du noch. Ein totaler Spontankauf. Ein Scherz. Da haben wir noch ein Foto. Wow, wann wurde das denn gemacht? In der Doktorandenzeit, bevor wir uns kannten. Als du mit der High Society auf Du und Du warst, wie ich sehe. Ob sich Mr. Darrow wohl noch an dich erinnert? Um Gottes Willen, da fragen wir uns natürlich gleich, wer Mr. Darrow ist. Ich glaube, dazu gibt es einen kleinen Artikel in dieser Zeitung. Kommst du? Eine Sekunde. Hier, Teilnahme Darrows an Washingtoner Wissenschaftsdebatte fraglich. Wie aus dem Umfeld des Milliardärs Hugh Darrow zu erwarten ist, steht die arktische Installation Pangaea, die der fortschreitenden globalen Erwärmung entgegenwirken soll, kurz vor ihrer Fertigstellung. Seine ausstehende Zusage zur Teilnahme an den Anhörungen des Nationalen Wissenschaftsrates in Washington D.C. begründete Darrow damit, dass die Vollendung des Projekts seine persönliche Anwesenheit erfordere. Was wir also wissen, ist, dass der Herr Darrow ein Milliardär ist und Dr. Reed ihn anscheinend kennt. Hier gibt es noch einen Artikel zu dem, was in Washington vorgestellt werden soll von ihr. Washington bereitet sich auf historische Anhörungen vor. Die Polizeikräfte rechnen morgen mit massiven Demonstrationen auf der National Mall. Bereits heute reisten zahllose Demonstranten in Bussen an, die dem Aufruf der Humanitätsfront gefolgt waren. Zur Debatte steht ein angeblicher Durchbruch in der Humanaugmentierung, die von Dr. Megan Reed und ihrem Forscherteam bei Serif Industries gemacht. Die Entdeckung deutet darauf hin, dass die Verbindung zwischen menschlichem Gewebe und mechanischen Elektroden durch adaptive DNS-Verschmelzung gestärkt werden kann. Diese Entwicklung könnte den Einsatz des Neuropozins, eines äußerst kostspieligen Medikaments, das exklusiv von VersaLife hergestellt wird, unnötig machen. Sollte diese Entdeckung bestätigt werden, könnte dies die Kosten für Augmentierungen beträchtlich senken, deren gesundheitliche Risiken minimieren und damit zu einer weitgehenden Liberalisierung der umstrittenen Technologie führen. Die Augmentierungsgegner wollen den Einsatz der Technologie hingegen aus ethischen und moralischen Gründen verbieten lassen. So, das wird aber der Firma VersaLife bestimmt nicht gefallen. David wartet, Adam. Haben wir noch ein Buch? Wir sollten aufbrechen. Vorsicht, das ist eine Erstausgabe. David hat sie mir gekauft. Du solltest dir wirklich angewöhnen, deinen Computer zu sperren, Mac. Ich weiß. Ja, seinen Computer sollte man sperren.